So, wir kommen bei meinem letzten Part für dieses Jahr. Ja, was haben wir, machen wir dieses Mal? Wir wollten Koga machen, ja, aber jetzt machen wir doch was anderes. Wir machen jetzt den Radweg. Und mein Bruder soll bitte aus meinem Zimmer gehen. Ja, okay, wir machen jetzt den Radweg. Dafür müssen wir aber erst Relaxo fertig machen. Sitze bitte. Hör auf, mich sexuell zu belästigen hier. So, hier ist Relaxo. Wo ist die Pokeflöte? Also dieses Relaxo werden wir besiegen, weil wir haben ja schon eins. Nein, ich fang's nicht. Ja, okay, aber jetzt benenne ich dann noch deinen Spitznamen. Mach doch. Dafür will ich aber einen Anspruch dafür. Relaxo ist aufgewacht. Es ist brummig und greift verschlafen an. Hallo, Tobi. Die Relaxo gegen Relaxo. Ja, Kampf der Fettäsche. Okay, fangen wir mal die Stärke an. Ja. Er verwendet Amnesie. Was? Weiß nicht, wahrscheinlich hat er ein hohes... Ne, Wesen gibt's hier noch gar nicht. Red mal lauter, ich glaube, ihr hört ihm nicht, oder? Red einfach mal lauter. So, jetzt könnten wir theoretisch einen Ball schmeißen. Müssen ab. Ja, okay, dann schmeiß ich einfach mal einen Ball, was soll's? Okay, lass uns gut sein. Ich fange es nicht. Nix Befehl, wir haben schon eins. Ah, deinetwegen. Jetzt setzt Erholung ein. Sei lauter, man hört dich nicht. Ja. Wenn es mich hört, man glaubt ganz schlecht, weil die Musik so laut ist. Ja, aber man hört mich, weil die Musik so laut ist, weißt du? Geowurf! Was? Da mach ich gleich nochmal. Hier, Geowurf! Diesen. Schwarze Sphäre, dann die Luft aufsteigt und dann richtig hart abstürzt. Nicht aus wie ein Geowurf. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Es gähnt und läuft in die Berge zurück. Ey, wo ist es denn? In den Bergen. Ja, wo? Felszone, glaube ich, irgendwo. Gut, dann geh mal diese. Geile Animation. Du schaust durch das Fernrohr. Dort führt ein langer Weg über das Wasser. Jesus. Ich mache mit meiner Freundin einen Ausflug. Oha, wohin denn? Wir werden mit dem Rad fahren. Ich bin im Fußball. Nö. Du schaust dir das Fernrohr. Du siehst das Einkaufszentrum von Fussmannes City. Das gleich um die Ecke ist, lol. Schon rum, mein Freund. Ja, es ist ungefähr, ja, 1,5 Stunden vor Neujahr. Und der ist aber ja. Was willst du? Her mit dem Geld! Sonst wirst du überfahren! Überfahren? Geil. Ja, was soll ich sonst sagen? Boah, die Klasse. So, gut, dass wir Relaxo an erster Stelle haben. Wenn Relaxo vergiftet wird, können wir Erholung verwenden. Warum setze ich Amnesie ein? Ich hab mich gerade vertippt. Du hast die Amnesie eingesetzt, weil sie auch ich hab mich amnesiert, hahaha! Ja, ich weiß. Ein Part bei mir dauert eine halbe Stunde, also viel Spaß. Ja. Eine halbe Stunde. Ja. Eine halbe Stunde. Ja. Ich sag dir eins, reden jetzt nur die Konzepte dieser Part. Nicht lang. Ich lade die alle am Neujahr hoch. Ja, wenn wir draußen sind, lade ich sie hoch. Doch, den ich mache. Ich hab gesagt, den ich mache in diesem Jahr. Okay. Du besitzt ein schönes Fahrrad. Her damit. Boah. Her damit. Gib mir das.
Okay, hier. Was? Aha. Mann, der hat aber ganz schön Eier schon. Alter. Wie sieht es aus? Ja, als hätte der... Sieht aus wie so ein Ork, so ein schwuler Ork einfach. Ja, er hat einen Kampf. Erster Relax einsetzen, ist ein bisschen das Kandil aus mit Glurak und das machen. BAM! Das brüllen die den Berg runter, Mann. So, fliegen! So, der... Toter als mein... Toter ist meine Ohrma. Menki, extremely fine to injure! Thank you! So, mach hallo! Ja, lass mal Pikachu mal ran! Los, Pikachu! Thunder Shock! Hier, mach du mal! Was? Mach du mal den Thunder Shock! Warte, wie mach ich? Mit Enter! Yo, Pikachu! Use Thunder Shock! Oh mein Gott! Das ist ein Macholo, kein Menki. Oh, K.O. Ich wollte schon was okay sagen, aber okay. Lass uns spielen, Hasenfuß. Woher weißt du das nur? Das sind echt harte Beleidigungen. Das kann man echt nicht so stehen lassen. Das ist ein Farmhausen-Kerl. Mit seinem recht radikalen Vorsitz. Also ist Menki ein Nazi-Pokémon, willst du damit sagen? Ja, ja, lass mal dieser Flo mal ran. Ich bin jetzt so ein Fan von Spitznamen. Ja, wie soll ich meinen dieser Flo nennen? Blume! Echt geil, los Blume, Blume, los! Use Attack, Rasierblatt. Was heißt Rasierblatt auf Englisch? Ja, so ungefähr. Was war? Hab ich gerade nicht gesehen. Geil, Pikachu, ja. Ja, die haben Gift- und Kampf-Pokémon hier auf dieser Route. Und tschüss, Mann! Geklappt von LP Markus! Diesen Satz. Du kleine Ratte! Erst bin ich ein Hasenfuß und jetzt bin ich eine Ratte. Entscheid dich mal! Er will Stress, merkst du. Du magst deine Lebensweise nicht. Ich bin furchtbar gemein und erfolgssüchtig. Ich bin furchtbar gemein und erfolgssüchtig. Hallo, Mr. Ham. Ja, er ist furchtbar. Ja, gut, welche willst du sagen? Kopfnussstärke. Mach Kopfnuss. Scheiße, sehr effektiv. Vorkommen. Ja, okay, jetzt müssen wir... Ja, nimm ruhig den Stuhl. Schwarze Hell, der hat unsere Lachse fertig gemacht. Ich hab vergessen, oh, Menki, mach Rolle stärker als, schneller als der Lachse. So, jetzt mal Donnerblitz. Du hast eigentlich Pikachu. Pikachu ist der Starter, den muss man immer nehmen in der gelben. Sieht mal, wie sie auf die Let's Plays anschauen. Nein! Aber wieso hast du es im Team, Pikachu? Will ich einfach... Schmeißt doch einfach so ein Boxen. Nee, lass es einfach mal. Pikachu ist ganz okay. Nein, ich mag's nicht. Ich weiß, wer wert ist. Ja, aber das geht, da muss man das schon bringen, das Pikachu. Biker möchte kämpfen! Also, hier ist es ja egal. Smogmog! Das macht doch so ein James, Mann. Was? Der wird Kronkopf, das sammelt oder was? Ja genau, ah, ist Energy doch, ja genau. Das war so eine Folge, da hatte glaube ich so ein Battle Cup mit Kronkopf, weil ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas mit Kronkorn, ja, perfekt. Der hat Kronkopf zusammen, weiß ich. Ja. Ich glaube, da hat das Maus irgendwas damit gemacht, oder? Kann das sein? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich auch so ungefähr. Boah, 1200 EP. Pikachu hat Smogmog fertig gemacht.
Du bist noch der Letzte hier von dieser nördlichen... Ja, sicher, ich mach dich platt. Ja, sicher, ich mach dir Platz. So ist es richtig. Ich mach dich platt. Was der Hell? Leck? Was denkst du, das ist ein Japaner, Mann? Keine Klischees, bitte. Weißt du noch, wo die Maida war? Ja, wir hatten mal eine Japanerin bei uns und da haben wir mit der Wii gezockt, so ein, ja, das war so ein Sonic und Mario bei den Olympischen Spielen, da hatten wir auch ein paar Mal gespielt zuvor, ja, und dann knackt die beim ersten Besuch unseren Weltrekord. Klassisches nicht Klischee. Nicht für uns, wir hatten weit überboten, aber. Ja. Okay, Tour Talk. Ich glaube, wir müssen mal wieder ins Pokesender. So, benutzen wir mal die neue Surfer-Attacke. Okay. Jo. Müsste eigentlich sehr effektiv sein. Gift gegen Wasser. Wasser gegen Gift. Doch, Wasser wird auch zu medizinischen. Doch, stimmt eigentlich. Positiv. Positiv. Nerv nicht. Slimer! Noch ein Slimer. Nö, mich stört's nicht. Im Gegenteil, ich bin sogar geil. Ja, ich weiß. Geil, Let's Play. Kann man gleich irgendwie ankündigen oder was? Ja, willst du jetzt machen, Skyrim? Ja, interessant. Interessant, ja. Also wir denken gerade nach, ob wir Skyrim Let's Play together machen sollen, so ein Switch. Also was vorhin erstmal gefaked oder vorher mal gefaked ist bei Pokémon. Gefailed jetzt. Aber ich weiß nicht, ob der liebe Walter das auch mal auch durchziehen will. Ja, liebe Skyrim. Guck mal, wenn ihr nicht wirklich so ein Fan von. Lieber Mega Man. Mega Man kann der schlecht. Kann nur das Menki. Hahaha. Lauter Menkis fällt mir gerade auf. Na, machen wir wieder die Geo-Attacke. Die magst du doch so sehr. Aber fliegen wäre besser gewesen. Was soll's? Ganz toll. Ich kann doch nicht fliegen. Doch, siehst du? Erst ab der gelben geht's. Ab der blauen und roten ging's nicht mehr. Okay, ab dieser Runde. Ja, die gelbe habe ich eigentlich nicht wirklich gezockt. Ich hab mich gewundert. Joa, ich hatte ja Flügel, Alter. Wieso kann das nicht fliegen? Ja, das ist auch wieder von Smosh. Oh, Rasa. So, sehr effektiver Schaden. Doppelt die Stärke. Und Level 37 für Glurak. Und der Glatzkopf. Die Luft ist raus. Das ist eine Peitsche da. Echt, das ist eine Peitsche, sieht der. Was willst du, Kleiner? Ich will dein Geld. Her damit. Ach nee, den will ich nicht. Schon wieder. Also wenn ich den auf der Straße liege, dann würde ich die Straßenseite wechseln. Der ist so groß wie die ganze Straßenseite. Ah, Mashok. Mashok. Pokémon. Ja, wir müssen mal wieder ins Pokémon sehen, ne? Boah, der ist fast cool, Alter. Für alle Mädchen wenn unter euch. Straßenseite sehen würde. Da würde ich wegrennen. Ernsthaft? Nicht sehr effektiv. So, wieder die gleiche Taktik, wie wir immer machen. Lass ihn dort liegen. Sonst hole ich einen Sachse und der macht ihn dann fertig. Ist das ein sächsischer Akzent? Ich weiß gar nicht. Na super, ich hab da gar nicht Egelsamt verwenden müssen. Ja, Rasierblatt ist immer Volltreffer.
was soll der Geist? Sicher geht vor. Sicher geht vor. Das sag ich auch immer. Sicher geht vor. Das sag ich auch immer versehentlich bei meinen Let's Play. Okay, laden wir zurück ins Pokécenter. Oder in dem Fall fliegen wir zurück ins Pokécenter. Mit deinem Jurak. Yeah, Pit Geist! Yeah! Use Fly! So. Ich glaube, du musst auch ein paar Verlinkungen anbringen, oder? Ja, ich glaube, die kennen die Videos schon. Ich weiß nicht. Am besten nicht, wenn du das machst, das ist mein Fehler, sorry. Ich fand's einfach so lustig, es hat einfach so geil gepasst, oder? Mhm. Moment, ich stelle mir das Mikrofon so richtig, dass wir uns beide hören. Ich hoffe, ihr hört's mich noch. Du hast es gar nicht verstellt hier. Ja, doch, ein bisschen habe ich nach links gedreht zu dir. Na, Pikachu! Boah, der ist aber ganz schön Bierbauch, der Kerl da vorne. Okay. Der Kerl hat ganz schön Bierbauch. Leg dich lieber jetzt mit seinem Quappo an, das ist ein Quappo. Mir doch egal, Leute. Pikachu. Stimmt eigentlich, Pikachu stärker ist Quappo. Pikachu hat fast Level 40, ja, leck mich doch fett. Wieso trainierst du einen Pikachu, Mann? Pikachu ist cool. Nein, das ist scheiße. Ich mag Pikachu. Schon in meiner Kindheit habe ich Pikachu gemocht. Aber ich mochte ihn nur in der TV-Serie. Aber sonst gar nicht. Im Spiel mochte ich ihn nie. In der TV-Serie mochte ich ihn nie. Im Spiel mochte ich ihn immer. Der ist nicht alles tot. Nice. Bist du schon tot? Ich könnte dich in einem Bauchplatz mit einem Bauchplatscher platt machen. Haben wir den schon? Willst du nach Fuxtania City? Ja, aber wir waren dort schon. Ich frag dir, aber die da raus oder nicht. Willst du nach Fuxtania City? Okay. Kämpfen wir. Smogmog. Schade, dass Relaxer kein Psychokinese kann. Alles klar, okay. Was kommt dabei raus, wenn wir die Ketten raus? Ja. Wahre Worte. Kommt irgendwann, da wird sie irgendwann wieder, da kommt die Gas auf ihn raus. Und dann vergibt sie dir einen Relax wie mein Oder Alex. Und dann vergibt sie das ganze Freifurt an. Also das ist verboten worden. Genau, das ist. Nichts gegen Raucher. Hast du was? Ja, es könnte eine Marke missverstehen. Nicht, dass ich da so einen fetten Kommi unter meinem Video sehe. Wo da steht. Heißt, den Kommi kriegst du. Wo da steht. Den kriegst du. Ja, okay, ich sag da lieber gar nichts. Ihr wisst schon, was ich meine. Das liegt da Level 31. Ach nee, das ist ja KP. Okay, jetzt hört doch mal ran. Abwechslung reinbringen. Mit dem was? Mit dem Schwarzen. Meinst du den Schwarzen? Ja, ja, mach ich heute, aber erst viel später, wenn ich Minecraft und Call of Duty so fertig hab. Wenn ich mein Minecraft so fertig hab, hab ich schon angefangen. Weil ich noch gar kein Minecraft Let's Play auf YouTube gibt. Ja, oder? Noch gar keins. Ich hab noch kein Minecraft Let's Play von Gronkh gesehen. Wer ist Gronkh? Ja, genau. Ja, stimmt, wer ist Gronkh? Wer ist denn bitte schon Gronkh, Alter? Ja, ich spiel doch kein Minecraft. Wir sind Biker, König des Highways. Ey, got the highway to hell. Oh, Junge, Junge. Oh Gott, Slimog. Alter, ich müsste Relax echt Psychokinese beibringen. Aber das möchte ich eigentlich nicht, weil Relax ist so eine niedrige Spezialangriff hat, oder ich schaue es später nach. Schau mal nach. Spezial 53. Naja, Relaxes Angriffswert ist höher, ist sein Spezialwert. Da gibt's hier nicht, weil ich nicht tauschen kann. Ich weiß gar nicht. Vielleicht ich konnte es damals.
irgendwo abgemacht, ist eigentlich gescheiße. Naja, stimmt, sondern muss man ja tauschen und das kann man hier auf dem Emulator ja nicht. Klar geht das. Man kann das Spiel zusammen starten. Was? Ja? Echt geht das? Man kann auch drüber tauschen, doch. Ja. Echt, das geht? Das geht, ja. Das wusste ich gar nicht. Nee, ich weiß nicht. Diese schwarzen Nigger, die ihr seht, ist ja relaxo. Also jemand Epilepsie. Ja, das habe ich auch mir gerade gedacht. Deswegen sind es ja auch japanische Spiele, die verursachen Epilepsie. Oh ja, die Ware brauchst du, mein Freund. Ich muss ein wenig abnehmen. Bist du ein Glatzkopf? Ein Glatzkopf, das ist mir sicher. Glaube ich auch. Boah, yeah. Eine Schritte Peitsche da vom Kick. Diese Gummipeitsche da. Dieses Let's Play ist jugendfrei, Tobias. Was war darin jetzt da? Ach egal. Ich hab so nichts mehr gesagt. So ist es, Relaxo nicht mehr vergiftet. Sondern schläft stattdessen. Aber nicht mehr lange. Alle schlafenden Pokémon sind aufgewacht. Ach nee, das ist wieder so eine Verzögerungsattacke. Stärke! Das kann sein. Fünfmal. Optimal, oder? Ja. Mankey, Extremely Fight to Anger. Keine Ahnung. Extremely Light to Anger. Was der Held, die war nicht so effektiv? Was? Karate-Schlag war nicht so effektiv. Auf der Luxe. Müsste eigentlich sein. Karate-Schlag ist eine Kampfattacke. Nachher, dann gleich mit deinem. Siehst du schon wieder? Card of Duty. Das kommt nach Yu-Gi-Oh! Und Pokémon Gelb. Halt die Sound. Ja. Ich hab's längst so. Gelb hab ich schon halb fertig. Hab ich gesagt, ich kann dir einen Tipp geben. Ich will sofort die Vorgänge mit dir. Ich hab jetzt die Story. Na. Eine gute Übung. Gut, gehen wir weiter nach oben, weil ich befürchte, dass hier oben noch ein paar sind, die wir übersehen haben. Ach ja, hier gibt's noch versteckte Items, habe ich bemerkt. Scheiße, nein! Ich kann sagen, was hier noch gibt. 26. Da hätten wir uns vielleicht mal den Detektor holen können und nach den versteckten Items suchen können, aber egal. Weil wir ja genug Zeit haben, oder? Ja. Ich habe genug Zeit. Ja, so, da vielleicht die Kelle auf die ganzen Items zu sehen. Die brauchen wir gleich nicht laden, ey. Voltoball wird dich unter Strom setzen! Oh nein, er wird dich unter Strom setzen! Das war eine Drohung, Mann! Stimmt eigentlich, ja? Ich ruf die Polizei! Relax! Eine Morddrohung! Relaxo ist relaxing! Jetzt weißt du ja auch, warum das Relaxo heißt. Es ist relax! Ach, jetzt hast du gemerkt? Ja, das habe ich vorher noch nicht gemerkt, erst jetzt habe ich es gemerkt. Deine Mutter ist die Weiterentwicklung von Relaxo. Ja, Relaxo hat viele KP und ich weiß. Besonders viel. Schnell hat die meisten. Nee, Altair hat die meisten KP alle. Meine Pokémon entwickeln sich nicht weiter. Dann nehmen wir. Ach, der hat bestimmt ein Nidorino und ein Nido. Nee, der hat einen Machoke. Der hat einen Machoke, hundertprozentig. Boah, da weißt du sogar was. Ja. Du musst es entwickeln, indem du es tauscht. Ich bin schon gewartet. Ah, okay, was sagst du, was auf dem Platz kommt? Ich muss jetzt nicht mehr warten. Ich hab immer was Kleines, ey. Ja, nicht alle Glatzköpfe. Nicht alle Glatzköpfe. Ja, das wird gut sein. Doch, es gibt bestimmt auch Glatzköpfe. Alte Männer sind zum Beispiel glatzköpfig in Mann. Ja, alte Männer, ja. Hey, was ist gegen alte Männer? Nein. Ganz einfaches Beispiel, Wrestler, die haben auch einen Teil Glatzen. Stimmt, es gibt viele Wrestler, die glatzköpfig sind. Oh, ja. Hey, was soll das? Hab ich persönlich für eine Wrestling-Schwule. Ehrlich gemeint. Glatze Männer betatschen sich gegenseitig und hauen sich eine rüber. Okay, ja. Das ist der auch ein Rebell. Sei ein Rebell. Nein, er ist ein Rebell.
Weil sich so nennt. Das ist ein aufrührender Satz. Ich wette, wegen diesem Satz sind schon einige Kinder amok gelaufen an ihrer Anarchie. Schule. Ach, okay. Das war ein Glatzkopf, was das für... Aber gibt es nicht zu erwarten. Sei kein Rassist und hör auf, die Glatzköpfe zu beleidigen. Ach, mal an. Jurak! Boah, also, der Turm ist fast tot. Oh mein Gott, ja. Scheiße. Ich hab den 5 HP abgezogen. Scheiße, Mann! Oh, ich kann's gerade noch besiegen. Oh ja, du hast es geschafft. Body Slam! Oh ja, du hast zwei Punkte. Weg mit Amnesie, würde ich sagen. Was macht Amnesie? Erhöht die Spezialverteidigung extrem, aber Relaxo hat eh schon eine hohe Spezialverteidigung. Nee, noch nicht. Kommt noch davon aufgehoben. Kora hab ich auch noch nicht besiegt. Egal, passt schon, da packt sich schon. Passt schon. Ja, ich hätte auch Kopfnuss vergessen können, aber. Kopfnuss hat eine Chance, dass der Gegner zurückschreckt. Ja, und das ist schon ein großer Vorteil. Oh! Leute, ich bin der Ultrainer. Hinweis, geht niemals auf. Versuche dein Glück mit Pokébällen. Danke, dein Holzfäller. Ich muss schauen, ob ich das Video irgendwie wieder auftreibe. Ja, wir haben so ein Video. Da spielen wir Minecraft together und dann tue ich im Wald mit der Axt runterschlagen bei einer Klippe runter. Ja, ich schreie es auf. Ach, ich hab die Axt gedacht, weil ich mit der Holzfäller auf. Oder wie hast du es eigentlich gesagt? Ich hab gesagt, ich bin Holzfäller und da hast du gesagt. Genau, ich war so gefallen. Body Slam! Und down! Die werden wir jetzt alle mit Body Slam ownen. Smoker! Und! Oh, verdammt, er ist schneller. Okay, aber jetzt BAM! Scheiße, nicht so rum, mein Freund. Ah, paralysiert. Paralysiert. Da unten wird gleich mal 100. Was ist mit dem Grund ablaufen? Kommt das Gas hier. Dann wärst du so Urheberrechtsverletzung, dann wirst du gesperrt, glaube ich. Ja, das ist gut. Außer muss ich nicht. Und BAM! Body Slam! Hey, reimst du sogar? Aber ich kann dir sagen, du wirst sicher nicht mehr so verletzlich gesperrt. Was? Bin mir jetzt so ziemlich. Warum? Weil ich die ganze Story Kommentare abgebe. Okay, ich geh raus. Verpiss dich. Verpiss dich. Oha, jetzt hab ich auch mal vulgäre Ausdrücke gesagt. Ach, nee, doch meine Worte. Ich glaub, da muss ich eine Anmerkung machen. Am Anfang. Nichts für Kinder unter was weiß ich wie Jahren. Unter 16 Jahren. Na. Unter 18. Ich bin selber da. Unter 12. Ich glaube, das ist der letzte hier. Dann schaut das bitte schon das Zeug an. Du besitzt ein schickes Fahrrad. Fährt sich auch gut. Ey, was will das nicht? Der Gronkh ist 12. Nee, der ist 8. Smog. Alter, ernsthaft, der ist Gronkh. Na, vielleicht schaffen wir noch die halbe Stunde genau zu treffen. Den Radweg, alle Trainer zu fertig machen. Schaffst du. Wo kommen wir? Ja, dann mache ich ein bisschen länger. Ich mache es immer ein bisschen länger. Aber ungefähr im Rad. Unendlich. Ja. Was? Ja. Alter, die Zoo-Länge viel besser gemacht. Oh ja. Finde ich auch. Die zweite Generation ist auch gut, aber ab der dritten fängt es zu sacken an. Ich finde die zweite, die kann sehr schön. Ja, finde ich auch, aber die dritte die und vierte und fünfte, die war hingeklatscht. Einfach so, als hätte man das machen müssen. Also, naja, wir haben die Rubin-Tour ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, mir nicht. Ich hatte jetzt ziemlich Spaß. Also sag mal so, ich hatte nicht so viel Spaß wie auf den ersten beiden Generationen. Achso, am meisten Spaß hatte ich mit der Kristall-Edition. Auf jeden Fall. Das war die beste meiner Meinung. Ja, meine ist die gelbe, deswegen Let's Base auch. Was ist da so, oder? Ja, die Farben, also hier ist Farbe drin.
Pikachu läuft einem hinterher und man kriegt alle Starter. Das finde ich ein riesen großer Vorteil. Ja, okay, das ist doch cool. Achso, ich glaube, wir haben alle Trainer. Und wir sind bei unserem Limit. Gut, was haben wir im nächsten Port? Ich glaube, wir kämpfen gegen Koga. Was hast du gesagt? Ich hab nichts gesagt. Na egal, das, ich, das schau ich mir dann eh später an. Du schaust durch das Fernrohr. Da drüben auch auspiepen. Da drüben schwimmen Leute. Oh. Nein, Tobi, nein. Ich suche nach Tangela. Tausche es gegen Farazek. Nein, ich hab keins. In der anderen Generation tausche, glaube ich, einen Phantimus. Nee, du tausche einen Schluck, glaube ich, gegen einen Tangela. Hey, Schnauze. Ah, verdammt, da unten. Wieso schaffst du sowas an? Da unten sind noch ein paar Trainer. Sollen wir die noch machen? Ja, wir haben noch Zeit, eine Stunde. Dann ist neu hier. Okay, machen wir die drei Trainer eh noch. Ich laufe überall durchs hohe Gras, um Pokémon aufzuspüren. Jeden einzelnen. Vogelfänger! Ja, da kann man Pikachu gut einsetzen. Pika! Boah, Schnabel, sehr effektiv. Nein, Volltreffer. Nicht sehr effektiv, aber Volltreffer. Geh weg! Du weg. Nee, ich meine, ich rede mit dem Habitat da. Ich hab dich mal wieder nicht ausgerenzt. Habitat wird ausgeblitzt. Wurde geblitzt. Die letzte Stunde in diesem Jahr hat geschlagen. Da ist ein Vogel, oder? Ich glaube, ich soll Pikachu an erster Stelle. Aber alles nur Vogelfänger, oder? Ja. Der untere hat einen Dodi. Genau. Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Mach mal auf, da bist du. Ach komm, das war keine Drohung. Das war ein Ratschlag. Habitag. Und Donnerblitz! Bam! Wow! Was? Ich hab vergessen, dass ich kein Leben drauf habe. Aha! Bam! Voll Flecker. Yeah! Alter, vier Pokémon, fällt mir erst jetzt auf. Ja, vier Ohren, das ist ja auch krass. Was? Sind die alle so schwach, dass ich das nicht getan habe? Weil ich sehr gut trainiere. Ja, ich will jeden Tag. Ja, wir müssen holen. Jeden dummen Trainer. Ja, sag mal so, die ganzen Routen, also man kann sich entscheiden, ob man durch welche Route man gehen will. Entweder. Ja, ich gehe alle ab. Ja, ich gehe alle ab. Weil wir brauchen mindestens 60er für die Liga. Ansonsten schaffen wir das nicht. Aber brauchst du ein 60er? Natürlich. 45 reichen vollkommen, wenn du denkst, was dabei hast. Ja, das habe ich bei meinen Noten. Das war nicht so spannend. Ich mach's diesmal richtig ausführlich. So, wie klingt mein Vogellockruf? So, dann zeig mir mal deinen Dodri. Einmal Vogellockruf. Her mit deinem Dodri, ich will das sehen. Boah, hat er einen Pokédex, Dodri. Ne, hab ich schon vorher gesehen. Donnerblitz! Bam! Drei Köpfe sind besser als einer, aber nicht in diesem Fall. Nein. Gegenteil, drei Köpfe sind scheiße. Ich musste mit dir kämpfen. Nee, du musstest nicht, du hast mich nur angesprochen. Oder ich hab ihn angesprochen, je nachdem. Rote 18, plus meine Telefonzahn ist die. Und hier sind wir wieder. Jetzt heilen wir unsere Pokémon und dann setzen wir uns vor der Arena und dann geht's im nächsten Part, im nächsten Jahr weiter. Okay, was bist du für einer? Man kann nicht mit einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alles sollte ungefähr den gleichen Level haben. Das hatten wir schon im letzten Part. Ja, und hier ist wieder das Gequatsche von der Schwesterin. Findest du süß, wie die Katze da drauf springt? Mutterchen, aber steht da neben dran und macht nun nichts. Warum ist da eigentlich eine Schwester? Der Trainer kann sie doch selber auf diese Maschine legen. Ja, eben. Das war überflüssig. Ja. Mutterchen, das macht gar nichts.
Ich hab eine dumme Ecke. Ja, schon. Wie eine Laterne, wie eine Lampe. Einfach eine dumme Ecke rumstehen. Fuchs sein ist hier die Pokémon-Arena. Also Arena-Leiter Kura, der giftige Ninja-Meister. Ninja. Das seht ihr im nächsten Part. Bis dahin, Servus. Ciao.